Du spoilst immer alles direkt? Nein, tue ich nicht. Welches Genre? Boah, keine Ahnung, weiß ich nicht. Naja, sie springt von der Brücke, ein Doktor findet sie und belebt sie wieder. Sie war tot, aber er holt sie zurück. Und es wirkt so, als ob sie einen Reset erfahren hätte, okay? Sie hat einen Reset erfahren. Sie weiß nicht, wer sie ist und sie muss alles neu lernen. Sie ist wie eine Festplatte, die man leer gemacht hätte, okay? Und dann bekommt man mit, dann bekommt man ihre Entwicklung mit. Morch? Zeit, dieses Totem zu segnen. Ich bin eingeschlafen. 40 Minuten vor Ende des Films. Was aber nicht dem Film geschuldet war, sondern der Uhrzeit. Zwei Prozent mehr Movement Speed. Oh, giga. Ich mach den Gen für meinen Brudi weiter, der gerade verfolgt wird. Bringt sehr viel bei der Nurse. Die 2% extra Movement Speed. Hey, bei welchem Killer W-shiftet man mehr als bei ihr? Das war fast mein Arsch! Willst du nicht den Gen treten? Nein, willst du nicht. Du willst direkt zu mir, okay. Das ist nicht gut. Hey Butcher, Hallöchen! Hättet ihr nicht irgendwie 10 Sekunden später vorbeigucken können? Dann hätte ich sagen können, wow, ihr habt gerade voll die geile Chase verpasst. Hey, actually, ihr wisst nicht, wie lange ich schon gechased wurde. Ich hab die eine Minute hingehalten, locker. Hoffe, ihr habt einen schönen Stream gehabt. Hey, Hallöchen, moin moin. Schöne Zahl, TVN hier. Hallo, es tut dir leid. Er gibt mich zum Lightroom. War eine gute Chase. Ich wünschte, ihr hättet früher geradet. Nein. Wie liefen eure Runden? Ichigo, danke schon für die 69 Monate. Vielen, vielen Dank. Hallöchen. Moin, moin. Eher 20 Sekunden. Hey, Moment mal. Da ist ja noch jemand draufgegangen. Hat die sich ergeben oder wurde die weggejoinkt? Chat, mir schwant Übles. Ich glaube, wir verlieren unser erstes Herz. Aber das ist nicht schlimm. Wir spielen uns gerade erst warm. Erste Runde des Tages, okay? Wir waren in Texas unterwegs, war mega sexy und du bist schon bei Bill mit 3 Lives Left. Ja, ja, wir sind, läuft gut, wie du siehst. Sind wir so frech und ziehen den Gen durch? Wir brauchen Fortschritt. Die wird mich danach direkt hops nehmen. Ich sollte das nicht machen. Ich mache auf mich aufmerksam und ich werde zur Zielscheibe und dann bin ich dead on hook. Aber mein Ego braucht diesen Gen. Wisst ihr was? Danach spielen wir auch eine Runde Nurse. Und wir machen die Survival noch viel schneller fertig, um zu zeigen, wie schlecht sie ist. Puh. Hallo dir, moin moin. Du musst schon in deinem Boon rennen, um zu gewinnen. Mein Boon ist auf der anderen Seite der Map, okay? Wir haben immer noch Plan B. Wir könnten uns hochheilen mit dem Medkit, das uns einer unserer Freunde hier geschenkt hat.
26 Monate beim Chef Schweinchen TVNH. Hey, danke schön. Vielen, vielen Dank für den Resub. Warte, wer war das? Daddy, danke für die 26 Monate. Moin, moin. Einer ist disconnected. Okay, das links von uns ist eh nur ein Bot. Wir rennen zu unserem Boon-Totem, wir heilen uns hoch, wir warten, bis alle tot sind. Und dann nehmen wir die Luke. Warte, wenn er das Ding fertig macht, wird sie herkommen. Sie wird hören, wie ich mich heile. Stell nicht so laut. Stell leise. Sie hat ihn gesehen, sie hat ihn gefunden. Wir sind safe. Okay, alles noch drin. Copycat mit Don't Die Challenge? Achso, dass ich nach einer verlorenen Runde den Killer nachmache. Das könnte man auch machen, das stimmt. Sehr gut. Perfekt. Alles so, wie wir es brauchen. Offering für die Luke gab es keines. Perfekt. Für den Fall, dass sie Barbecue und Chili hat, verziehen wir uns in den Spind. Und dann, ja, mal gucken. Vielleicht erwischen wir die Luke vor der Nurse. Tut mir leid, tut mir leid. Du weißt, es macht keinen Sinn, dich zu retten. Danke, dass du dich sterben lässt, Bruder. Ich will auch die Shack als erstes patrouillieren. Das ist okay. Jo, als ob die weiß, dass ich da unten bin. Wer bleibt denn? Wer guckt denn bitte in den Keller? Die cheatet doch, Junge. Die cheatet doch! Chat, wer guckt in den Keller, wenn es um die Luke geht? Die cheatet oder wo? Stream-Sniper. Stream-Sniper, 100%. Stream-Stark? Stark? Darkness revealed? Was Darkness revealed? Was Darkness revealed? Barbecue? Barbecue, wenn jemand stirbt? In welcher Welt funktioniert Barbecue denn so, dass du Leid angezeigt bekommst, wenn jemand am Haken stirbt? Dude? Die 2% extra Movement-Speed waren gut? Nah, shut up. Stream-Sniper, Stream-Sniper. Die Runde... Wisst ihr was? Stream-Sniper, disgusting. Disgusting, disgraceful. Geht's dir wieder gut? Ja, mir geht's gut. Hey Schwabbel, das sind wirklich sehr schöne Plätzchen, die du da gebacken hast. Aber was, wenn wir diese langweiligen braunen Schokostreusel wegnehmen und durch bunte Schokostreusel ersetzen? Meine Schokostreusel sind voll in Ordnung. Zum Glück, dass ich abgelenkt war. Sonst hättest du niemals mich getroffen im Leben, nicht, du Arsch. Oh mein Gott, er zerstört das Ding. Ich wollte eigentlich... Ich hatte irgendwie gehofft, dass er das nicht tut und dass ich... Oh.
Okay, wir haben abgeschmiert. Gute Arbeit, Chat. Very nice. Was wir jetzt machen ist, wir machen uns unser Perk Pharmacy zunutze. Denn das... Oh, vielleicht auch nicht. Hey, Girls. Hi. Oh, vielen Dank, Sable 1 und Sable 2. Okay, das ist natürlich noch besser. Alternativ hätten wir uns jetzt eine Tour suchen können, aus der wir mit 100%iger Wahrscheinlichkeit ein Medikit gezogen hätten. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich habe keine Midlife-Crisis. Okay, sie geht retten, weil ihre Freundin gejagt wird. Vielleicht bekämpft er den Haken, wissen wir nicht so genau. Wir reparieren weiter an der Stelle. Genau das würden Menschen mit einer Midlife-Crisis auch sagen. Hallo Kürbis, moin. Okay, ich glaube, er ist am Haken, aber sie haben jetzt ausgetauscht, ja. Sie runtergejolot, im Austausch für jemand anderes. Ist das ein Skirtschuck, an dem er die Leute aufhält? Nee. Ich hätte 100 pro den Damage bekommen hier. Jetzt ist die Frage, campt er schon wieder? Jagt er jemanden? Was macht er da? Oh ja, er jagt jemanden. Wir ziehen uns erstmal zurück. Vielleicht gehen wir ins Haupthaus, vielleicht auch nicht. Bin mir noch nicht so ganz sicher. Verfolgt er mich oder will er mich gar nicht? Hat den Jen getreten von mir? Da vorne flitzt er. Er will mir nicht hinterher, überwacht den Survivor. Das, was ich jetzt gerade tue, ist nicht gut. Weil ich tue gar nichts. Ich könnte sie gleich retten, bevor sie in die zweite Phase kommt. Morch. Während die Girls weiter reparieren. Muss ich auch, denke ich. Naja, okay. Ich hoffe, die verlassen sich darauf, dass ich rette. Wow, brich dich ab, Bro! Oh mein Gott! Ups! Oi, oi, oi! Ach du meine Güte! Okay, okay, okay. So, jetzt können die ihren Gen durchziehen. Wir machen das perfekt, wir machen das perfekt. Genauso wie man das machen sollte gegen den Camden Killer. Noch besser wäre es gewesen, wenn ich hätte reparieren können, während er da oben steht und nichts tut. Aber jetzt haben wir wieder einen Gen bekommen und niemand von uns hing bisher zum zweiten Mal am Haken. Das ist verdammt gut. Die Girls heilen sich gerade zusammen. Oh, wurden jetzt aber gefunden beim Heilen. Das ist nicht so gut. Haben sie wahrscheinlich direkt neben dem Gen geheilt. Das war vielleicht ein bisschen zu auffällig. Aber wenn wir das so beibehalten, gegen den campenden Killer, immer schön die Gens reparieren. Während der eine Person bekämpft, sollten wir am Ende zu dritt, wenn nicht sogar zu viert, entkommen können. Ich muss halt nur irgendwie einen Gent finden hier in der Ecke. Er will mich. Er hat mich nur angeschwächt. Er hat mich nur angeschwächt. Und damit macht er mich stärker. Denn wir besitzen das Perk. Wir besitzen das Perk. This is not happening, meine Damen und Herren. Und this is not happening, angeschwächt, ergibt größere Skillcheck-Zonen für großartige Skillchecks. Das heißt, passt mal auf. Oh, die eine will jetzt runtertunneln. Das ist gefährlich. Okay, vielleicht verlieren wir doch.
Es war kein Great Skill Check. Das auch nicht. Ja, vielleicht hilft das doch nicht so sehr. Boah, hab ich Schiss. Besser, er ist bei mir. Ist er taub? Wie kann er mich nicht hören? Ich war so laut. Wir schifft es am besten gegen den Giftzwerg, weil er so langsam ist. Oh, er will noch mir hinterher. Shit, ich wollte schon wieder abbiegen zum Reparieren. Aber er ist immer noch an mir dran. Warte, was macht er da? Er hat jemand anderes gefunden. Dann gehe ich zurück zum Jen. Großartige Skillchecks. Was war das? Surge? Oder Eruption? I don't know. Sie wurde aus dem Spind gezogen, unlucky. Wird sie gerade gejagt oder? Ich kann nicht fassen, dass wir das verlieren. Bro, please! Alles lief so gut! Wahrscheinlich hat er Pop. Chat, das hätte nicht passieren dürfen. Alles war gut, bis die eine... Oh, die Strike! Gib ihm! Hol Zeit raus! Wir pushen richtig schnell durch! Ist immer noch an dir dran? Wir sollen uns zurückziehen und erstmal heilen. Das kriegen wir eh nicht fertig. Heil mich! Komm mit! Heil mich! Die dreckige Verräterin, ja? Mit ab kein Barbecue und Chili, sonst siehst du, dass ich in den Keller laufe wie ein Vollidiot. Alles war gut, bis es nicht mehr gut war. Sie repariert noch. Wenn wir den Jen am Hügel nehmen, könnten wir ihn immer wieder so hin und her locken. Sie wird verfolgt. Jetzt macht sie ein Totem. Weiß ich nicht, ob ich reparieren möchte, während sie ein Totem macht, Digi. Nicht so unbedingt. Was ist das hier? Eine Flashbang? Geil! Sable, lass mich nicht im Stich. Reparier mit mir zusammen. Du musst auf der anderen Seite reparieren. Dann schaffen wir das.
Sehr gut. Es läuft links von uns, hinterm Stein. Läuft. Hab mich nicht bemerkt. Hat sie aber bemerkt. Oh, wenn sie stirbt, hole ich mir die Luke. So ein Ding ist das. Hat sie nicht weiter verfolgt? Doch, jetzt kommt an den Rand. Okay. Willst du sluggen oder hängst du sie auf und nimmst das, was du hast? Wartet, das ist Eruption, oder? Das heißt, sie hat gesehen, wo ich hinlaufe, richtig? Ich bin so nervös, dass ich meine Maus rumgeschleudert habe. Er hat gesehen, wo ich hingelaufen bin. Er hatte 10 Sekunden Sicht auf mich oder so durch fucking Eruption. Das habe ich zu spät realisiert. Okay, jetzt weiß er nicht mehr, wo ich bin. Er hat sie aufgehoben. Meint er, hat auch Barbecue und Chili? Das bringt ja nichts, wenn ich vor ihm spinn verschwinde. Joink! Okay, nice. Er hängt sie auf, sie struggelt vielleicht so ein bisschen, aber das ist nicht schlimm. Sobald sie tot ist, machen wir einen Wettkampf um die Luke. Und weil Chucky ein verdammt langsamer Killer ist, stehen die Chancen ganz gut. Chucky ist langsam, der ist nur während seiner Attacke schnell. Ohne die Attacke läuft er genauso langsam wie eine Hag oder wie eine Huntress. Sie hat sich sterben lassen. Lieb von ihr. Mach jetzt das Ritual, dann geht der letzte Gen schneller. Nee. Nee, 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 nee. Ich hab's. Wir haben überlebt! Hey! Okay, großartig. Absolut großartig. Das Einzige, was ich ulkig finde, ist halt, wenn man die sich so ganz leicht auf den Kopf absetzt, damit der Kopf irgendwie größer aussieht. Mein Schädel ist doppelt so groß wie der eure, denn mein Gehirn ist ja auch doppelt so groß. Das braucht besonders viel Platz. Nice. Der Killer hat sich die Map gewünscht, Chat. Was bedeutet das? Kleiner als 3. Was bedeutet das, wenn der Killer sich diese Map wünscht? Wahrscheinlich, dass wir einen Stealthy Boy haben. Da war ein Schatten. Bin ich dumm? Da war ein Schatten. Da war ein Schatten! Schon wieder ein fucking kleiner Mann. Wieso kommen die kleinen Männer alle hierher? Okay, ein Chucky. Oh shit, ich hab Hyperfocus. Wir konzentrieren uns auf Skillchecks. Je öfter ich hintereinander weg die Great Skillchecks treffe, desto desto stärker werden die, desto mehr repariere ich damit und desto öfter tauchen sie auf. Dieses Perk ist nicht gut aufgehoben bei mir. Ich bin Killer-Main, kein Survivor-Main. Bro, please, I'm so sorry. Bitte guck mich nicht an. Great skill check. Vier!
Okay. Okay. Meint ihr, damit habe ich die ganzen gefällten Skillchecks wieder wettgemacht? Ist das so, als ob wir plus minus null rauskommen aus der Sache? Nein? Okay, unangenehm. 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 Willst du geheilt werden, oder? Komm. Es gibt eine Webseite, wo du Great Skill Checks üben kannst. Ted, habt ihr nicht gesehen? Fünfmal hintereinander. Fünfmal hintereinander. Ich brauche kein Training. Wie lautlos ich sie heile, als ob das Spiel verbuggt wäre. Lustig. Geil. Alright, erster Haken für den Killer. Insta runtergeholt. Instant abgefarmt vom Haken. Weiß ich nicht, ob ich das so unterschreibe, ob ich das gut heiße. Zeit, meine Hyper-Focus-Skills in diesem Gen zu präsentieren. Eins. Er tunnelt. Zwei. Eins. Null. Eins. Zwei. Hey, ich hab Hyperfocus. Drei. Fuck, ich dachte, er hat seine Fähigkeit benutzt. Weil er so Haar gemacht hat. Und dann dachte ich, er sprintet gleich an mir vorbei, aber na. Ey, die eine könnt ihr aufheben, ne? Ich dachte, ich wäre hier bei Schwabel. Aber die Frisur sagt ganz klar, dass ich bei Justin Bieber gelandet bin. TWNWTF. Danke, Nati, für die 68 Monate. Vielen Dank für den Support. Hallöchen. Moin, moin. Sie ist in den Keller gerannt, um ihm Zeit zu kosten. Das hat sie richtig gut gemacht. Dadurch kann ich aufgehoben werden und die andere konnte auch aufgehoben werden. Es wird schwierig, sie aus dem Keller zu kriegen, aber der Rest ist gar nicht so übel. Gute Arbeit, Kleine. Dein Einsatz war nicht umsonst. Ich werde reparieren. Die sind in den Keller gestampft, haben sich im Keller gerettet. Der Killer kommt bestimmt zurück, um den Keller zu beschützen. Ich persönlich benutze meine Hyper-Focus-Skills, um diesen Gen durchzupushen. Eins. Ha, ha, ha. Eigentlich würde ich mich lieber heilen lassen. Null. Ha, ha, ha. Nancy! Nancy, ich brauche dich. Ich bin angeschwächt. Hab Dank. Warte, er hat jemand anderes in den Keller Oh nein, jetzt landen da zwei Leute. Das ist gar nicht gut. Wie ist das denn passiert? Oh oh. Das könnte GG sein jetzt. Zwei Leute im Keller. GG. GG, I think. Oh nein, der hat den D-Strike! Wir müssen sie nicht so schnell abfahren. Wir müssen sie nicht so schnell abfahren. Alles gut. Ich hing noch gar nicht. Ich sollte sie retten. Aber ich lasse mir noch Zeit. Wieso repariert gerade niemand? Wir bräuchten jetzt eigentlich jemanden, der repariert. Ein bisschen. Ich brauche die süßen Schweinchen-Emotes. Und der Streamer soll ja auch ganz okay sein. TWN, hehe, TWNL. Keine Sorge. David King hat dich. Ich bin der männlichste aller Survivor, aber ihr müsst ihn her reparieren! Kann nicht sein, dass keiner repariert während so einer coolen Rettungsaktion! Okay. Das Gute ist, jeder von uns hing einmal. Die Haken sind perfekt aufgeteilt aus Survivor-Sicht. Ungut ist, dass wir nicht direkt abfarmen. Nicht direkt abfarmen, bitte nicht. Lass die Zeit! Nein, weh, ich werd getunnelt, yo. Oh, er verfolgt gerade jemand anderes.
Vielleicht war der Zeitpunkt doch gut. Ich habe nichts gesagt. Boah, ich glaube, ich würde lieber weggehen. Alright. Haben wir hier noch irgendwo Gens weit, weit weg vom Killer? Das sind die Girls? Vielleicht können die mich heilen. Hallo! Er bewacht bestimmt den... Oh, er hat Nancy? Vielleicht ist Nancy in der Nähe des Kellers? Who knows? Warte! Habe ich nicht dieses eine Perk, womit ich einen Generator sehe, der sehr nah dran ist, wenn ich aus dem Spind rausgehe? Das ist der perfekte Moment für Lucky Star! Oh oh. Soll ich tanken? Oh mein Gott, sorry. Die eine wird totgetunnelt. Und wir haben keinen einzigen Gen-Fortschritt gemacht in den letzten anderthalb Minuten oder so. Nancy versucht zu helfen mit ihrer Taschenlampe. Vielleicht schafft sie es ja. Wer weiß. Wäre cool. Da vorne sind sie. Nancy hat sich dazwischen gestellt. Gut gemacht, Nancy. Hyperfocus Skills. Zwei Aufladungen. Chucky direkt hinter uns. Er ist genervt, dass wir Gens reparieren. Die eine Getunnelte hat es geschafft. Sie hat's geschafft zu verschwinden. Hyperfocus David setzt sich wieder ran, um den Tag zu retten. Hat erstmal in den Gen getreten. Sehr gut. Das kann ich nutzen, um Abstand zu gewinnen. Wenn das Team sich jetzt trifft und hochheilt, da ist ein Gen auf 70%. Und danach fehlt nur noch ein weiterer. Ist er hier oder woanders? Ich bin der letzte Survivor, den er gesehen hat. Aber will er wirklich weit weg vom Gen? Kann ich mir nicht vorstellen. Er hat sie gefunden, dabei wie sie sich heilen wollten. Verdammt, eine Person ist down gegangen. Wir müssen sofort an den Gen in der Mitte. Wenn den Survivor hier aufhängt, haben wir ein Problem. Scourge of Pain Resonance auch noch. Da gehen die ganzen Prozente flöten. Verdammt. Sorry, aber da musst du schon etwas früher aufstehen, wenn du mich... Oh. Er ist hinter mir. Wer ist hinter mich gekommen, Bro? Er ist so klein und widerlich. Ich hasse den kleinen Mann. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, er ist so klein. Ich habe Angst in der Luft, ich habe eine Mani. Wir verlieren. Jetzt kommen die ganzen Skirt-Shooks. Wir sind GG, es ist GG, es ist GG, Chat. Ich komm nicht weg, ich komm nicht weg. Hyperfocus. Let's go. Ich kann nicht, ich muss los. Kann Schwabi die Fähigkeit von Chucky erklären? Seine Fähigkeit beinhaltet viele Sachen gleichzeitig. Er drückt seine Fähigkeit und dann hat er keinen Terrorradius mehr. Überall um dich herum sind so kleine Footsteps, damit du nicht weißt, ob diese Schritte, die um dich herum erscheinen, vom Killer sind oder ob die einfach per Zufall um dich herum generiert wurden. Und dann kann er während dieser Fähigkeit noch einen Sprint einleiten,
Und am Ende des Sprints springt er nach vorne und schwingt sein Messer. He's dead. He's dead. He's dead. He's not dead. Unlucky. Okay, neuer Plan. Wir suchen die anderen, lassen uns hochheilen. Sacrificen alles und jeden und nehmen die Luke. Alternativ könnten wir auch eine Truhe finden für Heilung. Fuck. Oh ja, die... Oh. Okay, er hat die Rebecca gesehen, verfolgt die. Wenn sie stirbt, spawnt die Luke. Wir sind angeschwächt. Ich habe keine Truhe gefunden in der Nähe. Es gibt keine Möglichkeit, mich hochzuheilen. Wir warten, bis die letzte auch tot ist. Jetzt zum Beispiel siehst du die Steps hier um mich herum, diese Schritte. Oh, die, er hat die Fähigkeit direkt wieder deaktiviert. Er will sluggen. Sluggen für 4 Kills. Nein, er tötet sie. Großartig. Wir verstecken uns hier. Oh, er ist... Meint ihr, er hört mich? Vielleicht hört er mich still. Nein, er ist weg. Okay. Es wird ein Wettrennen um die Luke. Jetzt hat er seine Fähigkeit an. Hinter uns wahrscheinlich. Links von mir. Enttäuschen bringt dir nichts. Er hat mich. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Okay, let's go, Chad. Irgendwelche Offerings, von denen ich wissen sollte? Sieht nicht so aus. Aber ein Hextotem und ein Trickster, der gesehen hat, dass ich gesehen habe, dass er ein Hextotem hat. Das gefällt ihm nicht. Der ist doch jetzt schneller, ne, der Bursche. Müsste er nicht bald mal keine Messer mehr haben? Ulti? Oh mein Gott. Nein, das darf nicht so schnell sein. Nein, nein. Mutter, hilf mir. Warum hast du mich im Stich gelassen? Okay. Ich habe keine Palette benutzt, okay? Und wir haben ein bisschen durchgehalten. Das ist doch ganz okay, oder?
Okay, gerade repariert niemand. Keine einzige Person. Ich glaube nicht, dass der Trickster drei Leute gleichzeitig bewachen kann, plus den Haken. Also irgendjemand sollte jetzt schon mal reparieren. What the fuck? Die da oben steht AFK rum auf dem Schiff, neben dem reparierten Jen, anstatt sich neun zu suchen. Die links steht AFK neben dem... Ich muss... ist heiß. Ich kann nicht mehr. Ich will lieben, ich will Killer spielen. Jen, I can. Das ist, ich bin zweite Phase, jetzt kommt die angelaufen! Wir gehen in den Keller und warten, bis die alle tot sind. Wieso kommst du zu mir? Bro. Bro, please. Bro, please! Die lässt mich so im Stich. Oh mein Gott, I can't. Niemand von dir macht was und ich bin der Erste, der gefunden wird. I can't. Just kill me. Just kill me. Just fucking kill me, dude. Die haben immer noch keinen zweiten Gen. Just kill. Ey, kann ich. Nein. Wir brauchen noch neue Herzen. Oh shit, ja. Mach ich gleich. Boah, aber Airfryer ist echt mies. Also da passt halt echt nur ein Slice rein. Ich probiere vielleicht beides. Und sammle Erfahrungen. Gucken hier alle bei der Chase zu? In was für einer MMR bin ich? Niemand repariert. Der Killer fragt sich auch, was ist hier los? Habt ihr gesehen? Der ist dem Killer vom Anfang an hinterhergelaufen, hat eine Palette auf den Killer gezeigt und fällt dann 10 Sekunden später um. Warum guckst du nur zu? Warum sollte ich reparieren, wenn niemand anderes repariert? Wenn ich der Einzige bin, der repariert, während drei Leute um den Killer herumeiern, was glaubt ihr passiert? Ich krieg zwei Gens repariert, bis zum Ende des Games, und dann ist vorbei, alle sind tot. Guck mal, jetzt gibt er auf, weil er in der Chase verkackt hat. Michaela hat keinen Bock mehr, weil sie das mit, ja, weiß ich nicht, disconnected. Wir versuchen es über die Luke. Ich bin Teil des Problems? Uh-oh. Ja, aber... ich habe nicht angefangen, das Problem zu sein. Ich habe mich nur geweigert. Wartet, ich glaube, das ist ja, das ist das erste Mal, dass ich so... Chat. Jetzt kann ich was Kluges sagen. Das ist das erste Mal, dass ich das so im Sprachgebrauch benutze.
Ich habe mich nur geweigert, einer Sisyphus-Arbeit nachzugehen. Habe ich's richtig gesagt? Sisyphus. Foss. Oh nein, habe ich nicht. Oh well, fuck. Ist das nicht dieses, wenn man... Redewendung Sisyphusarbeit. Eine griechische Sage handelt von Sisyphus, dem König von Korinth. Sisyphus verärgerte die Götter und dann dachte sich einer eine ganz besondere Strafe für ihn aus. Seine Aufgabe war es nämlich, einen riesigen Steinbrocken einen Berg hinaufzurollen. Der Stein war größer als Sisyphus und schwer. Als Sisyphus ihn den Berg hinaufrollte, ist der Stein ihm immer wieder entglitten und den ganzen Weg zurück hinuntergerollt. Das beschreibt, dass man halt einer unerträglich schweren Arbeit nachgeht und es einfach nicht vorangeht. Egal wie sehr man sich abschuftet, es bringt nichts. Oder? Von dieser alten Sage aus der griechischen Mythologie stammt das Sprichwort der Sisyphus-Arbeit. Damit ist eine Arbeit gemeint, die so umfangreich, kompliziert und schwierig ist, dass sie niemals erledigt sein wird und bei der man immer wieder von vorne anfangen muss. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Ich möchte kurz die Namen all derjenigen vorlesen, die der Meinung waren, ich hätte Scheiße gelabert. Auf dem Platz Nummer 1 haben wir wieder ganz vorne mit dabei, Tapsicore. Pogorina auf Platz 2 mit der Aussage M. Chief Regim mit 10 Punkten. Olisa mit der Antwort Nein. Gia mit Hon. Pizzagirl mit falscher Kontext. Chana mit Nee. Und ja, also was soll ich sagen? Ja, bei mir könnt ihr noch was lernen. Sisyphus-Arbeit. Zum ersten Mal benutzt und im richtigen Kontext, nehme ich doch an. Okay. Meine Pizza hat gepiept. Ja, ist fertig. Aber ich habe Krähen über dem Kopf. Ich kann gerade nicht weg. Oh nein, ich bin auf den Killer zugelaufen, statt vor ihm weg. Man kann sich so einiges einreden. Wenn die Krähe weg ist, gehe ich in den Spind und hole meine Pizza. Game ist verloren? Ja, aber die Luke ist noch da. Hallo Chat und Schwabbel, netten Helm, den du da hast, D. Sieht erstmal gut aus. Ist ungefähr so lapprig wie... ist eigentlich wie bei der Mikrowelle, oder? Ist heiß. Ich will es mir nicht in den Mund schieben. Ist noch zu heiß. Eine Krähe, die müssen wir loswerden. Danke, Brian. Schieb es dir rein. Danke, Mike. Wird sofort erledigt. Okay, also wir haben einen Bot. Wir haben den Typen, der unterm Haken stehen geblieben ist und aufgegeben hat. Und wir haben noch jemanden, der tatsächlich repariert. Wow. Ich helfe dir. Ah, das tut mir so leid. Fuck. Ist das der Bot hinter mir?
kann ich leider nicht voll heilen. Tut mir leid. Habe ich was übersehen? Das tut mir so unendlich leid, aber ich werde dich nicht voll heilen. Du musst sterben, damit ich leben kann. Der Bot hat sie... Nee, sie hat sich selbst vollgehalten. Scheiße. Mist. Die winkt ihn ran. Will sie Freundschaft schließen? Will sie ihm verraten, wo ich bin, weil ich nichts gemacht habe? Er can't. Jetzt arbeiten die zusammen. Sie weiß nicht, wo ich bin, weil sie keinen Bond mit dabei hat. Sie kann mich erst sehen, wenn er sie auf den Boden haut. Und wenn ich sehe, dass sie Schaden nimmt, gehe ich in den Spind. Ein Item wäre gut, damit ich das immer wieder ablegen kann, um die Krähen zu verscheuchen. Ohne Wasser in den Airfryer? Oh shit, okay, Mist. Nein, jetzt sieht sie mich! Wieso hat sie so schnell Schaden genommen? Oh nein! Jetzt gehe ich hier rein. Jetzt weiß sie, wo ich bin. Jetzt weiß sie, wo ich bin. Aber ich laufe weg. So. Oh Mann, das bringt nichts, wenn die zusammenarbeiten, Bro. Das bringt einfach nichts. Jetzt gehe ich hier hin. Sie hat gesehen, dass ich in die Richtung bin. Deshalb gehe ich jetzt extra in eine andere. Meine Kratzspuren? Nein. Gleich wird er sie wieder umhauen. Ist wichtig, dass ich im Spind bin gleich, bevor das passiert. Okay. Weiß nicht, wie lange wir so überleben können. TWN Wiggle, TWN Wiggle. Jetzt hat er sie umgehauen, damit sie uns sieht, hebt sie auf und sorgt dafür, dass sie sich droppen kann. Aber sie sieht mich nicht, weil ich im Spind bin. Nicht den Spind in der Scheck nehmen sollen. Chat! Wie lange soll ich das durchhalten? Ich könnte es ja verstehen, wenn man in der Challenge weit wäre, aber bei Dwight mit 0 Herzen? Hey, es geht ums Prinzip, okay? Es geht ums Prinzip. Die ist am Anfang... Wartet. Ist sie dem Killer genauso hinterhergelaufen wie alle anderen? Die hat genauso wenig gemacht wie ich. Sie hat einen Gen mehr gemacht, aber sonst hat sie genauso wenig gemacht wie ich, Chad. Gib uns einfach die Punkte. Na, über meine verfickte Leiche.
Vielleicht denken die irgendwann, dass das Spiel verbuggt ist und dann tötet er sie. Ja. Oh ja, sogar Vollgehalt. Sie darf mir nur nicht über den Weg laufen. Ich bin an so einer auffälligen Stelle. Sie hat einen Gen mehr gemacht, also alle Laufenden im Game. Ich habe mitgeholfen bei ihrem. Die letzten 5% habe ich mitgeholfen. Vielleicht wird das Gameplay spannender, wenn wir ein bisschen Musik laufen lassen. Geh in den Keller und mach das Ritual? Da muss ich auf zum Hauptgebäude. Check ist gefährlich. Ich hätte mir lieber einen anderen Spind aussuchen sollen. Aber jetzt, wenn ich rausgehe, kann entweder der Killer mich sehen oder die Survivorin. Ich hab sie nur auf 95% geheilt. Chat, ich hab das verdient. Das habe ich schon wieder verdrängt. Ich habe sie nur auf 95% geheilt, damit sie schneller stirbt. Ich bin so ein Arschloch. Und das Schlimmste ist, es gibt nicht mal die Chance. Es gibt nicht mal die Chance. Ich habe nicht mal die Chance, ein schlechtes Gewissen zu entwickeln, weil ich das eine Minute später schon wieder verdrängt habe. Das war schon nach 5 Sekunden weg. Oh, meine Zahnspange. Die ganze Pizza klebt da. Bro? Das hört ihr? Just kidding. Die macht nicht mal Gens! Wenn die Gens machen würde, könnte ich mit entkommen. Du hast mich gefunden. Nein! Hat sie gesehen, wo ich hin bin? Sie sieht mich. Okay, wie kann ich die Situation noch retten? Bitte geh weg von mir. Bitte geh weg. Oh mein Gott, sie wird da reinspringen, um Kraft zu machen. Ich hab nicht mal einen Exhaustion Pack, um sie abzuhängen, Mommy. Sie muss mich aus dem Auge verlieren. Dringend. Das riech ich nicht. Ja, fuck you. Viel Spaß bei weiteren 5 Minuten Suche. Ich hab's vielleicht verdient.
Dieses Quality-Gameplay bringt mich immer wieder hierher zurück, Schwabbel. Das freut mich sehr. Hallo, Spec Jarrow. Scheiße. Will er, dass er mich aufhebt, damit er mich wieder umschlagen kann, oder? Hostage halten? Na, also ausbluten ist okay. Hostage halten wäre es, wenn sie mich halt mit Absicht aufheben und dann in der Ecke einquetschen. Dann würden sie so ein bisschen gefährlich leben. Sepp, danke für die 52 Monate. Hallo. Hast du Spaß? Ich hab Spaß, ja. Nur keine 4% jetzt bitte. Bitte nicht. Okay. Hallo Papo. Hast du es verdient oder ist diese Community so toxisch wie die League-Spieler geworden? Also, die Frage, ob ich es verdient habe oder nicht, ist nicht so einfach zu beantworten, okay? Habe ich diese Runde... Ich habe sie auf 95% geheilt und dann angeschwächt zurückgelassen, weil ich wollte, dass sie stirbt, okay? Aber, ich hatte einen guten Grund. Am Anfang der Runde, sie und alle anderen haben nichts gemacht. Die sind auf den Killer zugelaufen und haben ihm bei der Chase zugeguckt, minutenlang. Dann ist eine disconnected, einer hat aufgegeben, weil er instant die Chase verloren hat, nachdem er den Killer rangewunken hat. Und die Runde war von Anfang an verloren, also dachte ich halt, okay, geht das sich selbst am nächsten. Schon am Laufen sein. Killer hat sich die Map gewünscht, Ted. Was bedeutet das? Vielleicht eine Nurse. Vielleicht. Irgendwas Schleichendes. Ein Schwein. Ein Geist. Eine Onryo. Ein Doktor auch. Okay. Verstehe. Oh, mit den roten Add-ons, dass wir uns gegenseitig schocken. Unter uns, wenn ich raten müsste. Okay. Gute Map für den Doktor, weil er mit jedem Static Blast aus der Mitte alle Survivorinnen und Survivor trifft. Von hier aus können wir unser Balanced Landing nutzen. Vorausgesetzt, ich baue die Erschöpfung ab. Wir haben zwei Exhaustion Perks, Sprint und Balanced. In der Regel wird Sprint als erstes getriggert werden, aber in dem Fall können wir tatsächlich von Balanced Landing Gebrauch machen. Fuck me. Oh, jetzt knallt hier gerade die Sonne durch. Sieht man vielleicht im Greenscreen. Hey, Veteran. Nö, ich hab nur meine Haare nicht gestylt. Funktioniert Balance noch, wenn ich in diesem Modus bin? Oh Gott. Balanced! Du bist an der Reihe! Oh mein Gott. Schnell, bevor mich schnell. Es hat gerade geleckt. Oh mein Gott. Fuck. Gut gemacht.
Rechts ist gefährlich. Kann ich mich einsperren, wenn ich es falsch mache? Er rechnet immer damit, dass ich die instant ziehe, bevor er mich schocken kann. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Gute Chase. Ja, ich hoffe, unsere Kumpels konnten ein bisschen reparieren. Auch wenn keiner angegangen ist, haben wir jetzt vielleicht so ein paar Gens, die auf 60-70% rumeiern. Bei der Chase hätten die Gens fliegen müssen. Ich hoffe, sie waren fleißig. Unser ist lustigerweise der Erste, der angeht, seit die Chase begonnen hat. Ich lasse ihn noch näher kommen, damit er wütend ist. Verfolgt jemand anderes? Ah, jetzt habe ich meinen Sprint getriggert. Ist okay. Hey du da, kannst du mich... Oh, das ist ja der Killer hinter dir. Vergiss das, du musst mich nicht heilen. Es ist aber cool, der Skin mit dem Geblitze. Ein bisschen auffällig, aber cool. Okay. Die haben alle gemeinsam an einem gearbeitet. Dankeschön für den Follow. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Oder, nein, schönen guten Tag. Noch ein bisschen früh für Abend. 15.40 Uhr haben wir. Siehst ein bisschen aus wie der Monchichi aus meiner Kindheit. Hab Monchichi geliebt. Hey, das freut mich, Bro. Alles für die süßen Kindheitserinnerungen meiner Community. Wenn er von vorne kommt, droppen wir mit Balance Landing. Wenn er von unten kommt, sprinten wir weg mit Sprint. Guter Plan? Ja. Ich kann nicht retten, weil ich angeschwächt bin. Die mit vollem HP kann ich retten, weil sie gejagt wird. Meint ihr, Nancy geht retten? Ja. Okay, gut. Schwabbel erinnert mich eher an den Leader von Clockwork Orange. Kenn ich nicht. Haben wir nichts, um uns zu heilen? Leider nicht. Wenn ich jemand anderes heile, heile ich mich selbst mit. 50%. Von dem, was ich ihm heile, heile ich mir selbst. Aber ansonsten bräuchte man ein Medkit, um uns selbst tot zu heilen. Müsste unter uns sein. Den Gen würde ich gerne noch fertig machen. Alright. Manchmal sind die nicht manchmal Truhen unter uns? Nein, mein Balance Landing. Oh mein Gott. Wir können in den Keller gehen.
Die anderen beiden haben sich gefunden und gegenseitig hochgeheilt. Ich denke, der Killer bleibt beim Haken. Oh, sogar Medkit. Oh, shit. Oh, wir sind so lucky. Haben sich gerettet. Jetzt müssen wir noch einen Gen finden. Unsere Perks helfen uns, soweit ich das sehe, nicht dabei. Diesen Fresh Hook, alles gut. Nur Survivor Nummer 2 sollte nicht nochmal erwischt werden. Okay. Orange Clockwork ist ein Pflichtfilm. Okay. Ich habe... Chat. Es gibt... Ich habe auf TikTok einen Clip gesehen von einem Film, der sehr interessant aussieht. Der läuft auf Netflix und es geht um eine Spinne. Das ist so ein Weltraumfilm und irgendein berühmter Schauspieler ist Astronaut und da kommt so eine fremde Lebensform an Bord in Form einer Spinne, aber die kann reden. Und dann erzählt die irgendwie davon, wie ihr Heimatplanet zerfetzt wurde von Angreifern und wie sie flüchten musste. Mit Adam Sandler? Kann sein, weiß ich gar nicht mehr. Er war, glaube ich, ein bisschen bärtig und ein bisschen älterer. Ein bisschen älter, reifer. Also nicht so Comedy, sondern ein bisschen ernster. Spaceman heißt er. Ja, genau, richtig. Den würde ich gerne gucken. Der sieht vielversprechend aus. Hallo. War super, könnte empfehlen. Mit Adam Sandler, aber der ist langweilig ohne Ende. Okay, die Meinungen gehen auseinander. Will er sie oder mich? Ich würde gerne direkt weiter reparieren, aber mit Stufe 3. Jetzt ist eure Chance, Schwabbel zu spoilern. Genauso wie er immer von Filmen erzählt, in Anführungsstrichen. Oh. Hey, das war ich nicht, Bro. Das war ich nicht. Ich glaube nicht, dass er Nöte dabei hat. Fühlt sich an, als hätte er seine drei einzigartigen Perks gespielt. Unnerving Presence war auf jeden Fall dabei. Schwerere Skillchecks im Terrorradius. Alright. Hat jemand auf der anderen Seite schon aufgemacht? Er hat mich nicht verfolgt. Hat jemand... Will niemand... Hat jemand Interesse an den Türen? Das geht nicht mehr rechtzeitig auf. Verklärt. Ich geh auf die andere Seite. Der wird sich noch einkrallen. Hm. Hey, Kollegin. Ich heil dich. Dann heile ich mich nämlich. Dann heile ich mich nämlich aus. Meint ihr, er hat Blutwächter? Schnell raus. Ein Gin Tonic? Oh, den haben wir leider nicht. Wir haben nur noch einen Gin Toxic. Oder vielleicht einen Hex on the Beach? Tenzi, danke für die 4 Monate. Oh oh. Der war gut.
Ich glaube, er hat so ein paar Windstorm-Addons mit dabei. Der wirkt relativ schnell, der Große. Ist die in der Palette down gegangen? Ich hoffe nicht. Tanken würde nichts bringen auf die Distanz. In der Szene hattet ihr keine Musik? Oh, da muss ich da noch was an der Szene ändern. Danke für die Info. Jungs, Leute, ist das so schwer, eine Palette zu ziehen, Digga. Die Runde ist noch nicht verloren. Die Runde ist noch nicht verloren. Ich habe Vertrauen in dieses Team. Ich habe Vertrauen in unsere Fertigkeiten, auch wenn wir die noch nicht ans Tageslicht befördern konnten. Ich bin mir sicher, dass wir das hier schon irgendwie schaukeln werden. Wird Ada gerade verfolgt? Zur Schlangenlinie. Hallo, hübsche Frau. Was kann ich für dich tun? Meinst du, der Geist sucht uns gerade? Ganz schön ruhig hier hinten in der Ecke. Chat, vermisst ihr es auch, dass man den Geist verbrennen kann? Ich bin Killer Main. Ich habe ja auch darunter gelitten, dass man das konnte, aber irgendwie fand ich das eigentlich ganz cool, dass manche Killer in der Hinsicht einzigartig waren, dass Survivor eben mit Taschenlampen, mit irgendwelchen Lichtquellen deine Fähigkeit bekämpfen konnten. Das Verbrennen vom Geist, das Wegleuchten der Hackfallen. Das Verbrennen der Nurse. Das war eigentlich ganz cool. Jetzt sehe ich die Gens, die regressen. Der da hinten, der Weiße zum Beispiel, der verliert Prozente. Da könnten wir jederzeit rangehen, wenn wir wollen. Oh, Geist kommt, Geist kommt, Geist kommt, Geist kommt, Geist kommt. Gen getreten. Auch den sehen wir jetzt in weiß. Den anderen nicht mehr. Der ist wahrscheinlich auf 0% gegangen. Okay, alles gut. Ignoriert uns. Geht weiter. Der Survivor. Bambusel auf dem Geist. Gut zu wissen. Mehr haben wir, glaube ich, noch nicht herausgefunden über ihn. Hab früher Taschenlampe als Taschenlampe genutzt. Das ist ziemlich gut. Fand das als Wraith nicht so nice. Ich fand's lustig, immer so zickzack um die Swiper rumzulaufen, damit sie eigentlich lang genug mit der Taschenlampe betüteln können. Aber ja, klar, die Änderungen haben sie reingebracht, damit das Killer-Gameplay nicht so frustrierend ist. Die heilen sich unterm Haken, während die Survivor Nummer 4 gejagt wird. Ich glaube, die eine ist AFK unterm Haken, die hat schon aufgegeben, wenn ich das richtig sehe. Ja, Survivor Nummer 2 ist AFK unterm Haken da hinten. Survivor Nummer 4 wird wahrscheinlich noch gejagt, unsichtbar, deshalb hat sie diese Stacheln nicht. Survivor Nummer 1 verkackt Skillchecks. Unlucky. Komm schon, wir haben noch eine Chance. Streng dich an, Dude. Das wäre schon fast ein halber Gen gewesen. Sie ist zurück. Sehr gut. Ada versucht, Survivor Nummer 4 zu beschützen.
Keine Ahnung, wo die sich jagen. Die sind seit Minuten nicht hier vorbeigekommen. Die AFKlerin repariert jetzt rechts von mir. Ich sehe Ada da hinten. Die hat... Hat sie den Killer im Schlepptau? Ah, Nummer 4 ist tot. Oh, sie haben sie befreit bekommen. Interessant. Ich hing noch gar nicht. Ich könnte mich auch einmal dazwischen stellen. Die Frage ist, ob das hilft. Ich kann dir nochmal helfen, maybe. Gestunt, gute Arbeit. Und sie hat Overcome. Und nee, diesen. Ich stun dich und dann bin ich schneller. Shit. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, also wenn Nummer 4 und ich unsere Gens fertig kriegen, kommen wir hier raus. Ada könnte sich nochmal dazwischen werfen, weil sie nicht am Haken war. Hat sich dazwischen geworfen. Hebt der Killer sie auf? Nee. Die sollten wir aufheben. Wir geben ihm nicht gratis 2 Haken. Mit Medkit, damit es schneller geht. Let's go. Wenn er sie will, kann ich in Ruhe weiter reparieren. Wenn er kommt, tanke ich einen Schlag für dich. Ich probier's zumindest. Okay, er hat sich an der Ada festgebissen und uns damit die Gelegenheit gegeben, hier den letzten Gen durchzuziehen. Das ist ja gar nicht mal so schlecht, ne? Hier draußen heilen, okay. Nicht unbedingt das, was ich als unauffällig bezeichnen würde. Ich wünsche, ich hätte mein Medkit genommen. Okay. Lass uns erstmal die Tore vorbereiten, oder? Ich hoffe, sie lässt sich nicht direkt finden. Chill noch ein bisschen, bevor du daran gehst. Bitte chill, bitte chill, bitte chill. Spiel das gut runter mit mir. Kein... Oh mein Gott. Sie hat sich finden lassen. Ich gehe jetzt... Hätte ich das Tor durchziehen sollen? Wäre ein bisschen egoistisch gewesen, glaube ich. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir, glaube ich, nicht. Oh mein Gott. Wir müssen uns heilen. Wir müssen uns heilen. Ich hätte das so durchziehen sollen. Er ist hinter uns. Er ist hinter uns. Er ist hinter uns. Jetzt müssen wir ihn einmal durch die Map scheuchen und dann wieder zu ihr laufen und ihr aufhelfen. Das schaffe ich nicht mal mehr zu ihr. Haben wir irgendwas, was uns helfen kann? Perk-technisch? Nee, ne? Oh mein Gott, ich hätte einfach die Tür öffnen sollen. Warum? Und ihr sagt immer, ich habe keine Kooperationsbereitschaft. Du musst kooperativer werden. Mein Arsch ist kooperativ. Bro, ich hätte die Tür durchziehen sollen und alle sterben lassen können. Du kannst mich nicht blocken, ich blocke dich, Bitch. Ich hätte dich ziehen sollen, da steht das Leben. Wieso finden die...
Hat die eine gechillt? Hätte die eine gechillt? Aber die rennt ja da irgendwie rum und lässt sich direkt finden, die blöde Kuh. Wie kann man nur so doof sein? Oh mein Gott. Und ich bin noch blöder, weil ich helfen möchte. Ich hätte mich ziehen sollen. Chat, sag mir nie wieder, dass ich nicht Koop spiele, ja? Ich hätte einfach eiskalt durchziehen müssen. Stattdessen, oh, die Angst muss ich helfen, weil sie nicht so wund. Sag mir nie wieder, dass ich nicht kooperativ bin, okay? Nie wieder. Nie wieder. Ich bin fucking Teamplayer. Sie killt sich, wir müssen unsere Dings ziehen. 4% und dann in die Luke rein. Okay, Kappa. Wollte ich eh nicht. Franzi. Liebs hier TWNH. Danke für die 12 Monate. Einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Danke für das ganze Jahr. Nicht einen kleiner Schwabbel TWNH TWNH. Scheiße. Wow, wow. Warum zeigst du auf mich, Büku? Was ist dein Problem? Hoffe, ich wurde zerstört, Alter. Habt ihr gesehen, wie die mich verfüttern wollte, nur weil ich kurz AFK war? Eigentlich wollte ich sie blocken und ihr nicht helfen. Der ist aber relativ schnell gekommen, oder? Also ich glaube, so viel Zeit für Fallen hat er sich noch gar nicht gelassen. Der muss relativ schnell losgelaufen sein, um zu jagen. Ich glaube, so viele gefährliche Orte gibt es hier noch gar nicht in der Nähe. Jessica, danke für die 16 Monate, by the way. Und danke für die Follows. Herzlich willkommen. Da kommt er. Das war Absicht. Das war Absicht. Damit er denkt, dass ich scheiße bin und jetzt kann ich meine wahren Skills zeigen, okay? Chat. Fuck you. Okay, wartet. Bing bong, bing bong. Hämmert der Geist fest auf die Glocke und geht vor der Nurse nun in die Hocke. Du, oh meine Krankenschwester. Im Hintergrund ein Streichorchester. Mit einer Stimme, die alle zum Schaudern bringt, sorgst du dafür, dass mein Herz fast zerspringt. Entgleitet es ihr. Die Hand an der... Ich habe Gedichte, ich habe DVD-Gedichte geschrieben damals. Die habe ich gerade wiedergefunden. Sorry. Bro. Ich glaube, das war in der Zeit, als ich noch nicht getunnelt habe. Sorry, ich bin jetzt wieder voll da. I'm sorry. Er will mich, Nee? Nee? Nee, nee. Das war auch eine gute Stelle für eine Falle. Das war eine sehr gute Stelle für eine Falle. Da hat er mich durchschaut.
Chat, ich will Killer spielen. Scheiß auf Survivor. Ich kann keinen Survivor, Bro. Lass mich einfach Killer spielen, bitte. Als Killer nutze ich alle. So ein bisschen abseits vom Generator. Das war das letzte Mal, dass ich ja nicht geglaubt habe. Es tut mir leid. Habt ihr dafür aber nicht... Es ging sogar noch weiter. Ich habe unterbrochen, weil ich gesehen habe, dass ich vom Haken geholt wurde. Ich weiß nicht genau, was die zwei da hinten gemacht haben. Eine davon ist diejenige, die auch schon am Anfang auf mich gezeigt hat und mich verraten wollte. Keine von denen scheint retten zu wollen. Beide stehen einfach nur rum. Die, die immer so rumzeigt und mit dem Killer zusammenarbeiten will, die wurde gerade erschlagen. Gut, gut. Oh oh, jetzt will er auch noch die letzte haben. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Aber wir könnten in der Zeit ich könnte euch den Rest meines Gedichts vortragen. Ode, meine Krankenschwester mit einer Stimme, die alle zum Schaudern bringt, sorgst dafür, dass mein Herz fast zerspringt. Dann atmet die Nurse aus, entgleitet es ihr, die Hand an der Brust, nach guter Manier. Und so tanzten die beiden gar stundenlang. Oh, hier habe ich nicht weitergemacht. Okay. Wollt ihr noch so eins? Ist aber alles ein bisschen cringe. Hey, wenn die im Haken sterben, wenn die im Haken sterben, kann ich vielleicht die Luke bekommen. Oh nein, die Krähe. 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 Krähe, please. Please, Krähe, ich habe eine Chance, wenn du weggehst. Please. Ich gehe hier rechts hin, weil hier ist er vor kurzem lang gelaufen, aber bevor die Luke sich geöffnet hat. Da vorne ist sie. Ich sehe sie. Der Killer ist in der Nähe. Junge, du bist so laggy, dass du selbst in den Boden glitschst. Fuck you. Okay, ich bin der Geist. Die Ladies fliegen auf mich. Du denkst, ich laber Scheiß? Wie bedauerlich. Denn ich bin süß wie ein Otter, habe mehr Fangirls als der Potter. Zauberstab? Dass ich nicht lache. Ich hab ne Keule. Ich brauch keine Eule. Hedwig? Wie eklig. Ich habe Raben. Schwieschwar, Schwabbel ist da. Boom. Ich hab auch eine Sniper. Hier kommt der Zoom. Sieht aus, als bräuchtest du eine Diaper. Das ist Englisch und bedeutet Windel. Gegen mich bist du nur Schwindel. Es riecht nach Kaka. Renn zu deiner Mama. Damit könnten wir vielleicht täglich so ein paar Poesie-Breaks einlegen zwischen den Runden. Wir brauchen einen Town Leaf. Manche Dinge sollten besser in der Vergangenheit bleiben. Ah.
Alte Wette ist noch offen? Sorry, tut mir leid. Danach. Nächste Runde machen wir wieder Wette, richtig? Ich, hab letzte Runde ein bisschen verkackt, weil ich nebenher auf dem Desktop war. Ich wollte diese Runde mir umso mehr Mühe geben. Kein Terrorradius. Tinkerer getriggert, oder was? Warum nicht mein Gen? Ein anderer hat Tinkerer getriggert. Oh, die haben sich sehr schnell runtergeholt. Ja. Die Tinkerer getriggert hat, die wurde jetzt gejagt. Dann mache ich mein Gen fertig. Dann wird hier auch gleich Tinkerer getriggert. Dann verliert nochmal den Terrorradius, aber das kann halt nicht erneut passieren bei D-Gens. Bei denjenigen Gens, die das schon ausgelöst haben. Jetzt hat er wieder keinen Terrorradius. Wir müssen aufpassen. Kann sein, dass er gleich in unsere Richtung gejagt kommt. Weil er ausnutzen möchte, dass wir ihn nicht hören. Ich sehe aber nichts. Oh, da. Da, links von uns. Welcher Haken soll es werden? Oh, der hinter mir. Okay. Hey Bill, wir sollten nicht bei dir rein. Vorsicht! Kommt bestimmt hier rein. Farid Bang hat angerufen. Du sollst ihm seine Texte zurückgeben. Scheiße, echt? Hat er beim Busel? Hat er, okay. Er dachte, ich campe an der Palette. Ich versuche möglichst unpredictable zu sein. Jetzt habe ich ihn an meinem Arsch. Jetzt mal gucken. Er sollte das bambuseln. Er geht weiter. Dann lass die Wette für diese Runde zählen. Bei der letzten hast du dich ja selbst gekillt. Weil ich nicht richtig gespielt habe. Ja, vielleicht. Ich möchte diese Poesie aufs Merch gedruckt haben. Ich würde nie wieder etwas anderes tragen. Warum reimt sich das genauso? Ich respektiere, dass du so viel mit der Kettensäge arbeitet. Er hat gar keinen Bock auf den Hammer. Hallo Ronja, moin. Wann startet Horror heute? Sobald ihr Lust habt und sagt, hey, es ist Zeit für Horror. Hallo Kimi, moin. Waren die Gedichte nicht schon Horror genug für einen Tag? Oh, das war's. Please, don't do it! Oh
Gott sei Dank. Der würde ich wegcampen? Glaube ich nicht. Hey. Tote Zone hier. Keine Paletten, keine Fenster. Komm zu mir. Vielleicht campt er uns. Aber ich glaube nicht. Aber vielleicht schon. Wir können 4% benutzen. Come on, Bro. Come on. Don't leave me behind. Come on, dude. Er campt nicht mal. Na los, trau dich. Das war doch ein tolles Teamplay hier. Wir als Gruppe. Mensch, erinnerst du dich? Oh, danke. Wen hat er sich geholt? Die Dame im Hauptgebäude? Hat er den Barbecue gesehen? Hm. Ja, er kämpft mit der Claudette nochmal. Können wir ihr helfen? Sollten wir raus, damit sie die Luke kriegen kann? Das ist das Beste, was wir tun können. Dann haben sie noch hier 1 gegen 1 und die Claudette hat wenigstens noch die Chance, die Luke zu finden während der Chase. Red Flag? Ja. Ich hätte wahrscheinlich auch ein bisschen Schiss. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Eine weitere Runde geht los. Wir haben einen Perk dabei, damit sehen wir unsere Cut-Spuren. Seht ihr? Wir sehen genau das, was der Killer sieht. Aber das ist nicht alles. Dieses Perk sorgt auch dafür, dass wenn wir aufrecht gehen, dass das hier schneller vonstatten geht als normalerweise. Stimmt, wirklich. Quick and Quiet sorgt dafür, dass eine schnelle Aktion keine Geräusche macht, alle so und so viele Sekunden. Leadership sorgt dafür, dass Survival in meiner Umgebung lauter Sachen schneller machen. Schneller Tore öffnen und Thron öffnen und so ein Kack. Und das links ist... Hab vergessen, was das links ist. Shit. Nackte Füße. Ich glaube im Endgame, wenn ich der letzte Survivor bin, aktiviert sich das und dann habe ich hinterlasse ich keine Kratzspuren und keine Blutspuren. Irgendwie so. Hallo Flo? Justin Bieber, hast du Schwabbeltan irgendwo gesehen? Den sehe ich ja am liebsten. Dankeschön für die 52 Monate. Ich bin's doch. Du Dummerchen, oh Mann. Ich hab nur die Haare ein bisschen anders. Boah, nee, Solo-Queue geht mal gar nicht. Wie kann man mit über 2000 Randoms, 2000 Stunden, Randoms mit um die 300 Stunden bekommen? Gegen den Blight sind die down gegangen wie ein Streichholz. 300 Stunden ist aber relativ viel in einem Videogame, oder? Also, ich würde annehmen, dass die schon wissen, was sie tun, wenn sie 300 Stunden haben. Oh, haben wir ein neues Emote? Eine Katze, die mit einem Baguette verprügelt wird? Oh. Hm. Das klingt wie ein Oni, ganz schön gruselig. Das klingt so, als ob der Oni vollgetankt wäre. Ach so, meine Güte, auch das ist gruselig. Sekunden, keine, oh, auch keine Schmerzlaute. Voll gut. Dann kann man einfach sprinten und nach der Luke suchen. Weitestgehend unbemerkt. Es entsteht direkter Augenkontakt. Okay. Hier ist ein brand new Part drin, oder?
Wir haben nur 90% gebraucht. Ey, das schaffen wir nicht mehr. Girls, das lohnt sich nicht. Ich würde ja vermuten, dass der herkommt. Er hatte Sloppy, ne? Die eine war so am... Girl, du musst jetzt vielleicht gleich ein bisschen Platz machen. Tabby Doodle? Danke für den Raid. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Stream gehabt. Hallo. Schönen guten Tag. Was habt ihr getrieben? Auch DBD? Hat seine Fähigkeit verloren. Hallihallo, moin moin. Okay. Sieht bisher ganz gut aus. Ich bin zuversichtlich. Ich glaube, die anderen beiden, Nummer 3 und 4, sitzen am gleichen Gen. Der hat in etwa gleich viele Prozente. Beide haben zeitgleich losgelassen, wahrscheinlich weil der Killer ist, sie gerade wegscheucht. Jetzt ist die Frage, sollten wir retten gehen oder ziehen wir durch? Wir sind der einzige Survivor, der noch am Gen sitzt. Rettungsaktion ist durch. Gute Arbeit. Chat, hat jemand von euch Reindeer, Baby Reindeer gesehen auf Netflix? Das sieht auch interessant aus. Ich glaube, das ist eine Serie. Ich dachte zuerst, das ist ein Film, aber das scheint eine Serie zu sein. Ich habe Ausschnitte gesehen. Da ist eine Frau in der Bar und redet mit dem Barkeeper und sie sagt halt, sie kommt halt jeden Tag zu Besuch in die Bar, bestellt einen Drink und trinkt den nicht. Und dann erzählt sie davon, wie wichtig sie ist, wie viele wichtige Leute sie kennt und dass sie auch gar nicht viel Zeit hat zum Schnattern. Aber am Ende sitzt sie dann da stundenlang und redet stundenlang von sich selbst. Und das jeden Tag. Und irgendwann wächst sie dem Barkeeper so ein bisschen ans Herz. Verdammt, ich muss durchziehen. Ich meine, ich denke nicht daran durchzuziehen. Irgendwann wächst sie dem Barkeeper ans Herz und er lädt sie aufs Picknick ein. Aber die Überschrift dieses Ausschnitts war, es ist nicht alles so, wie es scheint. Oder man kann nicht vorsichtig genug sein. So als ob einer der beiden vielleicht ein Psychokiller ist oder so. Hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Ich überlege, ob ich mit der Serie anfangen soll. Könnt ihr empfehlen oder nicht so sehr? Die Serie ist gut, aber sehr weird. Gruselig weird oder cringe weird? Hab sie angeguckt, aber meine Serie ist das nicht. Serie ist weird. Thank you. Soll ich dir helfen? Oh. Ich will nicht, dass er denkt, ich hätte euch geholfen. Ich muss hier weg. Schau dir lieber Dracula an. Die ist richtig gut. Dracula? Kenn ich noch nicht. Oh! Was ist denn hier los, ihr Schlabberbacken? Hallo! Spuckt ihr auch so ein bisschen, während ihr da rumzüngelt, oder? Ich glaube, mir würde da immer so ein bisschen Spucke entgleiten. Aber wenn mich jemand anspucken darf, dann ihr kleinen Süßen. Oh, ja. Oh, hört nicht auf. Oh. Uah. Oh, du willst den Gefallen zurückgezahlt bekommen? Ja, okay. Hey, was habt ihr getrieben? Dankeschön für den Raid. Schönen guten Abend. Hallöchen. Oder schönen guten Tag. Ist noch ein bisschen früh. Stalking, sondern andere ernste und schlimme Themen. Nicht so leicht zu verkraften. Oh, doch harter Tobak, ja.
Wir haben uns gerade über die Netflix-Serie Baby Reindeer unterhalten. Ich überlege, ob ich die gucken soll. Hab einen Ausschnitt gesehen, der ganz interessant aussah. Aber ist wohl so ein bisschen creepy. Oder sehr creepy. Sehr creepy. Oh, er hat Kontakt aufgenommen. Ich sollte hier rein, ansonsten one-shottet er mich. Was mit deinen Haaren los? Was soll mit meinen Haaren los sein? Ich weiß nicht, wovon du redest. Cause tonight will be the night that I will fall for you. Huh? Er kann es immer noch nicht? Der klingt genau so, Bro. Genau so. Ich habe noch ein bisschen Emo-Schminke in der Küche. Könnte ich gleich holen. Du willst geheilt werden? Sollen wir nicht lieber den Gen durchziehen? Oh, shit. Oh, shit. Oh, Lord. Oh, goodness gracious. Wurde weggejoinkt. Die ist tot. Habe ich sie getötet? Wenn ich sie geheilt hätte, also, das wäre aufs Gleiche hinausgelaufen. Sorry. Da schlendert er rum. Wir sehen so ein bisschen den... sein Köpfchen. Läuft nach links weg. Die anderen sind an einem Gen dran, der fast fertig zu sein scheint. Wenn die durchziehen, öffne ich hier direkt das Tor. Gutes Teamwork. Und er wird vermuten, dass die als erstes zu dem zweiten Tor laufen, weil das näher an dem gemachten Gen ist. Das heißt, wir sollten hier in der Theorie zumindest safe sein. Er hat seine Fähigkeit ready. Ich stehe am Ausgang, lass mich einmal umhauen, um den anderen Zeit zu verschaffen und die Info, wo ich gerade stehe. Ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen. Die war noch irgendwo in der Mitte der Map. Und deshalb haben wir uns dagegen entschlossen, sein Spiel zu kaufen und on-stream zu spielen. Also in solchen Fällen sagen wir dann, nope. Bei den anderen sagtest du nach dem Trailer, das willst du nicht spielen. Ah, okay. Vielleicht war noch nur die Trailer-Scheiße. Also bei den anderen beiden. Aber super normal. Ich bin mir zu 90% sicher, dass der Bro dahinter ein Stück Scheiße war. Ein Chucky. Hat er sich die Map gewünscht? Nee, wir haben uns die Map gewünscht. Na, hoffentlich bereuen wir diese Entscheidung nicht. Er ist runtergesprungen. Sloppy Butcher. Heilung dauert sehr lange. Ah, danke, Myla. Ja. Der erste Schlagabtausch hat stattgefunden, jetzt wird geloopt und gleichzeitig repariert. Gefällt mir. Er hat dieses Demogorgon-Perk, womit wir exhausted sind, wenn wir am Gen reparieren. Betrifft uns jetzt nicht ganz so sehr, weil wir keinen Exhaustion-Perk gezogen haben über das Perk-Roulette. Also halb so wild.
Aber wir sind auch blind. Dadurch sehen wir nicht, wo die Kollegin umgefallen ist. Hat jemand eine Karte dabei? Und ich habe Detective's Hunch. Nee, Detective's Hunch hat mir das gezeigt. Ne? Er läuft uns hinterher. Ohne Terrorradius. Hat er abgebrochen? Ja. Er hat die anderen beiden zu Gesicht bekommen, ehrlich. Verdammter Chucky, wo ist der? Ist er am Haken? Er ist unter uns, glaube ich. Er hat seine Fähigkeit aktiviert. Sei vorsichtig. So, sorry. Läuft Jake barfuß? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir barfuß sind. Scheiße, er ist direkt neben mir. Unlucky. Da läuft er. Oh mein Gott, das ist eine Sackgasse hier. Ich sehe seine kleinen Kackschritte nicht. Wo ist er hin, Chat? Er ist woanders, okay. Hat er gesehen, dass wir zu zweit hier waren? Dann hole ich sie lieber nicht runter. Ja, dann lasse ich sie. Sie hat noch Zeit, sie hat noch Zeit. Sie jetzt abzufahren wäre keine gute Idee. Mir wird lauter Zeug angezeigt, dank Detective's Hunch. Wir schnappen uns eine Truhe in der Hoffnung, dass da ein Medkit drin ist. Hab ihn gesehen, da vorne war er. Okay. Wird schwierig, weiß ich nicht. Bisher, weiß nicht. Könnte in beiden Richtungen ausgehen. Habe ich gerade Schaden bekommen dafür? Ich glaube, dass dieser Map-Wunsch uns das Game kostet. Indoor-Map gegen so einen Schleichekiller ist schwierig. Ich kann dich jetzt nicht heilen. Mit Sloppy Butcher unterm Haken ist eine Einladung, weggenatzt zu werden. Sloppy Butcher wurde aber verändert, Chat. Das ist ganz, ganz wichtig. Oh mein Gott, er ist hinter mir und ich mache einen Slow-Walk, Bro! Ah, du Drecksau! Okay. Stoppy Butcher wurde verändert. Stoppy Butcher, diese gebrochenen Knochen, das Zeug hält nur noch 1,5 Minuten oder so. Ich glaube 90 Sekunden. Man kann sich also entscheiden, ob man sich vor Ablauf der 90 Sekunden hochheilt, aber der ganze Prozess länger in Anspruch nimmt, oder ob man die 90 Sekunden abwartet und sich erst danach hochheilt, weil es dann eben schneller vonstatten geht, weil dann dieser Debuff weg ist. Das sieht nicht gut aus. Das ist jetzt so der Moment, wo ich gerne ein Medkit finden würde, um mich auf die Luke vorzubereiten. Hallo. Du darfst mich gerne heilen, du hast meine Erlaubnis. Sind unter uns, denke ich.
Du hast das Perk von Ada, du bekommst 50% Heilung, wenn jemand in deiner Nähe eine geknallt kriegt. Oh, das ist dieses Pfff, das immer auftaucht. Ich dachte, das ist irgendeine Killerfertigkeit, die ich nicht kenne. Au! Oh. Au! Oh. Wenn ihr niedergeschlagen werden, macht's Pfff und ich bekomme 50% Heilung. Ah! Oh! Ah! Oh! Ja! Okay, danke. Erste Person ist dead. Der Rest von uns dead on hook. Wir können gerne noch so tun, als ob wir alle befreundet wären, aber nur noch nach außen hin. Insgeheim haben wir schon den Plan, dass wir uns absetzen, sobald sie tot sind. Ihr müsst gehört haben, dass da jemand repariert. Sie ist so mutig. Sie ist so mutig. Ich hätte mithelfen können, aber ich hab's nicht getan. Ich habe andere Pläne. Da ist sie. Sie will im Raum nebenan lupen. Hä? Jetzt repariert sie weiter. Während ich hier einfach nur dumm im Spind hocke. Das lässt sie total cool aussehen und mich total scheiße. Hilf ihr? Nein! Sie muss sterben, damit ich leben kann. Die hat ihn alleine fertig repariert. Junge, was? Okay, nice. Es tut mir so leid. Es bringt nichts. Es bringt nichts mehr. It's over. Fuck, was ist, wenn die wieder Freundschaft mit dem Killer schließt? Sie wurde gefunden. Okay. Alright. Hat der Trail of Torment? Ja. Er hat die ganze Zeit keinen Terrorradius, weil der Jen. Sie ist unter uns. Einfach nur, damit es so aussieht, als wäre sie, also, oh, okay. Ah, oh, schade, Mann, ich war gerade am Reparieren. Oh, shit. Oh, Mann, fuck, 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 fuck. Er will slagen für 4K. Ah, anstrengend. Was mache ich? Es dauert 4 Minuten, bis sie ausblutet, Chat. Okay, passt auf. 4 Minuten geht dieser Song hier noch. Wenn der zu Ende ist, ist sie tot und wir haben eine Chance auf die Luke. Guten Morgen, Heda. Noch etwas mehr als 2 Minuten.
Wenn die Fähigkeit vorbei ist, können wir wieder raus und unser Medkit ablegen. Ich verstecke mich nur während seiner Fähigkeit. Denn wenn er ohne seine Fähigkeit vorbeikommt, bekomme ich einen Terrorradius. Das Ablegen und Aufnehmen des Items verhindert, dass wir Krähen kriegen. Nicht zu mir kriechen. Bitte, tut mir leid. Mach dir was zu essen in der Küche oder so. Er wird aufgehoben. Warte. Weil sie zusammen... Nicht mit ihr zusammenarbeiten, please. Please, arbeite nicht mit ihr zusammen. Töte sie einfach. Häng sie auf. Wehe, du lässt sie runterwiggeln, Bro. Er wirft sie ab. Er will sie retten. Will er? Nee. Sie kriecht sogar weg von mir. Oh mein Gott. Das ist so edel von dir. Ich glaube, ich bin ein bisschen verliebt. Sie verrät mich nicht. Sie geht sogar in die falsche Richtung. Oh mein Gott. Das ist mein richtiger Survivor. Ihr Zorn richtet sich gegen den Killer, nicht gegen mich. Die meisten Survivor denken immer, oh mein Gott, mein Teammate hilft mir nicht. Vielleicht schaffen wir das hier noch zu zwei oder drei Gens zu machen, wenn es schon mit vier Leuten nicht geklappt hat. Mein blöder Teammate. Aber sie denkt sich, nein, der Killer ist schuld. Der könnte mich aufhängen, aber der Killer will unbedingt 4 Kills. Der Killer ist schuld, nicht mein Jake. Er kann nichts dafür. Er weiß, dass es keine Chance mehr gibt. Vielleicht kann es wenigstens einer von uns auch über die Luke schaffen. Oh mein Gott, ich liebe dich. Wieder aufgehoben? Oh mein Gott. Verrätst du mich jetzt? Nee, oder? Weil wir Freunde sind? Chat, um die Luke kämpfen oder am Tor warten? Er könnte No Way Out haben. Ich finde, wir sollten um die Luke kämpfen. Er ist links von mir, hat gehechelt und gelacht. Hinter mir. Da ist sie. Ich krieg sie vor ihm. Hä? 4 Minuten Slagen für 4 Kills, Bruder? Jetzt warte ich hier. Jetzt bin ich mal der scheiß Survivor, der hier steht und den anderen warten lässt. Du musst herkommen und mir dabei zugucken, wie ich reinspringe. Sonst sind wir für den Rest deines Lebens hier. Ja! Kuss geht raus an meinen Bruder, der mich nicht verraten hat. 4 Minuten Slagen für die 4 Kills. Dann versuchen, Freundschaft zu schließen mit dem Vorletzten. In der Hoffnung, dass sie sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Dass sie sich gegenseitig in die Kehle beißen und untereinander verraten. Nicht mit mir. Was ist, wenn er von oben runterspringt? Komm, runtergesprungen. Ich bin nicht so langsam. Ich habe schnelles Reaktionsvermögen. Ich spring sofort rein, wenn du da runtergeschossen kommst. Sobald ich sehe, dass du da runterfliegst durch die Luke, durch die Öffnung in der Decke, springe ich rein. Du kannst das nicht so schnell schließen, glaube ich. Ich bin schneller. Ich bin schneller. You sure? Geh nicht rein. Ich geh nicht rein, Chat. Das ist ein Ding unter Männern. Er wollte die 4K auf Biegen und Brechen. Er wollte meinen Kumpel dazu bringen, Verrat zu bekommen. Oh, das war die Krähe nur. Mann. Die Krähe sah so aus, als ob er... durch die Decke geplatzt. Ich war so nervös. Ich tue mal so auf männlich und Testosteron geladen, aber innen drin schlägt mein Herz ganz doll und schnell. Oh, okay. Oh, okay, wir haben es geschafft, glaube ich.